Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Digge. Das ist der Ramses, das ist der Hannes. Moin. Seit Dienstag ist der Hannes da und wir haben schon gefühlt 30 Bier-Tastings gemacht und Chili-Tastings und alles. Und jetzt ist Donnerstagabend. Wir haben noch ein Bier-Tasting vor uns. Ich bin so müde, ich bin so fertig, mir ist so schlecht. Aber wir müssen das ja für die Arbeit tun, deswegen ist das wichtig. Wir haben nämlich noch eine Box. Neun Springe, Brauerei Neun Springe, Martin Luther Biere. Und dass das der heftigste Säufer aller Jahre ist, das werdet ihr jetzt kennenlernen. Das sind nämlich sogar Martin Luther Sprüche drauf. Und weil wir uns so schlecht ist, mir, ihm nicht, der ist, trinkt ja den Martin Luther unter den Tisch, aber ich mich wirklich fühle wie Huf, wollen wir jetzt die This is a Casto Production Edition machen. Grüße an Casto. Wir haben uns was ganz Besonderes ausgedacht, um dir gerecht zu werden. Ich habe nämlich gedacht, das ist eine Box und da sind 8 Biere drin. Und das ist für mich ein Unterschied, ob ihr 8 Biere habt, jedes einzelne Bier aufteilt. Jeder kriegt die Hälfte, probiert das, sagt, wie schmeckt das, wie sieht das aus, die Farbe, dann wird der Geschmack und die Farbe und das Etikett alles bewertet. Dann geht das nächste auf, dann geht das nächste auf und so weiter. Da sind zwar 8 Biere drin, aber das sind nur 4 verschiedene. Das heißt, nicht ein Bier wird geteilt und man redet dazwischen viel, bis man wieder mal aufmacht und so weiter, sondern du hast eigentlich 4 Biere. Du musst jedes Mal ein komplett ganzes Bier mit einmal trinken und das in kurzer Zeit, weil wir ja das Video nicht in die Länge ziehen wollen. Müssten also jetzt schnell 4 Bier hintereinander exen und ich sag's euch, wie es ist. Ich göck gleich hier hin, wenn wir das jetzt machen müssen. Ich verspreche nichts. Aber erstmal möchte ich euch diesen super Karton zeigen. Denn hier steht ja nochmal drauf. Das ist von der Brauerei Neun Springe. Seit 1867, das ist Martin Luther, der Säufer. Warum ich das sage? Luther Biere und der Spruch, wer kein Bier hat, hat nichts zu trinken. Martin Luther, die alte Spatzkanone. Hier steht noch eine Geschichte. Hier ist der Säufer nochmal. Hier seht ihr, dass das wirklich nur 4 verschiedene Biersorten sind, was uns gleich zum Verhängnis wird. Und hier stehen Martin Luthers Lebensweisheiten. Aber wir werden euch eine am Anfang sagen, dann eine nach dem ersten Bier, eine nach dem zweiten, nach dem dritten, nach dem vierten und ganz am Ende. Das ist nämlich wichtig und zählt zu unserer Strategie, die wir hier gerade auffahren. Außerdem ist es ja die This is a Casto Production Edition. Was das heißt, seht ihr gleich. Ich möchte hier aber kurz noch mal vorlesen, was hier steht. Das ist der Hannes. Moin. Der steht auch. Am 11. September 67 nahm die Dampfbrauerei Karl Kunze an der Duderstädter Landstraße in Worbis ihren Braubetrieb auf. Der aus Großbodungen gebürtige Firmengründer hatte das Brauhandwerk von der Biege auf erlernt und baute seine Kenntnisse UA auf seiner bis nach Russland führenden Walz aus. Das heißt unter anderem, die spätere Umfirmierung, also die Firma hat sich formatiert und dann hieß die Firma plötzlich Brauerei Neun Springe, ist auf einen alten Flurnamen zurückzuführen, der verschiedene Deutungen zulässt. Der Volksmund berichtet von 9 dort entspringenden Quellen. Eine andere Deutung, dass ein neuer Spring, eine neue Quelle, zur Namensgebung führte, ist ebenso nachvollziehbar. Unsere Brauerei steht unverändert für die traditionelle handwerkliche Braukunst, die durch beste Rohstoffe zu diesen wunderbaren Spezialitäten führen. So, Brauerei, Neun Springe, Worbis. Und weil der Karton so schön aussieht und so edel ist und weil das Martin Luther der Säufer ist, haben wir gedacht, heben wir uns den jetzt auf. Bis zum allerletzten Tag, das allerletzte Bier-Tasting. Die erste Lebensweisheit, bevor wir anfangen, ist, lasse die Geister aufeinander prallen, aber die Fäuste ballet stille. Also, versteht ihr? Wenn die Geister, dann ist das richtig brutal, aber die Fäuste, die halten mal den Mund und dann ist wieder gut. Oh, jetzt habe ich das hier so aufgemacht. Da ist Martin Luther, der Säufer.
und hier das Logo von Neun Springe. Und hier kannst du für die Bierschanga wieder Kronkorken sammeln. Die sehen nämlich alle gleich aus. Ansonsten fangen wir einfach links an. Das ist Luther Botter, lieblicher Schwarztrunk. Die ganze Welt ist voller Wunder. Martin Luther Biermisch Getränk. Extra für den Hannes. Über den Geiz und den Glauben. Wie viele gibt es jetzt, die das Evangelium rühmen? Und um desselben Willen einen heller Willig verlieren oder ihren Geiz und Mutwillen lassen. Ebenso machte kein Bürger, könnte er sein Dünnbier für Bier verkaufen, sich ein Gewissen davon. Ich verstehe kein Wort, das hat 4,9%. Das ist der Hannes, das ist der Ramses, das ist das liebliche Schwarztrunkbier. Da sind ja so viele Sprüche drauf, Hannes, ich komme gar nicht mehr hinterher. Nee, die Weisheiten stehen auf dem Karton. Aber da hinten steht so viel anderes Zeug schon wieder drauf. Und dann ist auch noch vorne schon wieder irgendwas drauf. Und deswegen, ich habe keine Ahnung, was der hier überhaupt macht. Nee, ich auch nicht. Aber ich verstehe es nicht. This is a Kesto Production. Meins ist auf. Soll ich kommen? Ich mache deins auch auf. Der Hannes, der ist nämlich gerade in einer anderen Welt versunken. Die ganze Welt. Wir müssen uns aber ja hier ein bisschen ranhalten. Die ganze Welt ist voller Wunder. Hannes, leg los, werd groß, schenk ein, hau nein. So. Wichtig ist, dass ihr das Glas schräg haltet, dass mehr reingeht. Und wenn ihr dann seht, dass das Glas fast voll ist, dann tut ihr es halt geradeaus halten. Und dann könnt ihr das schön einschenken und dann ist das auf jeden Fall voll. This is a Kesto Production. Das sieht dann ungefähr so aus. This ist a Kesto Production. Jetzt frag ich dich mal, wie das Bier schmeckt, weil das ist das beste Bier aus dem Luther Kübel, was wir bisher hatten. Das riecht schon so extrem herb. Ui, das ist auf jeden Fall nicht naturtrüb. Das ist ein sehr klares Bier. Das ist so glasklar, da geht es richtig ab in dem Korb drin. Das finde ich richtig stark. Es ist auch bis zum Rand voll. Und da wird auch nichts mehr geäxt. Da ist nicht zu wenig drin. Das schmeckt uns bestimmt jetzt richtig. Ich glaube, Hannes und ich haben die Rollen getauscht, nämlich bei den anderen Bier-Tastings hat der Hannes immer sein Bier auf Ex getrunken und der Ramses, der stand immer da und musste immer gucken, wie der Hannes schon fertig war, aber es ist ja das letzte Tasting, es ist ja das letzte Bier-Production, da hat der Ramses halt nochmal ein bisschen Gas gegeben. Ich kann euch jetzt, ach so, warte mal, wie schmeckt es dir denn eigentlich? Boah, grauenhaft. Grauenhaft? Ja. Ich fand, das hat eigentlich wirklich geschmeckt wie ein Malzbier. Den Alkohol habe ich gar nicht wirklich rausgemerkt. Es hat eine süßliche Note gehabt. Die Farbe war gut, das Etikett sieht toll aus. Viele tolle Sprüche, Psalme und noch mehr. Martin Luther, der Säufer, jetzt neu im Luther Porter. Eben, deswegen mag ich es ja nicht. Mir hat es geschmeckt. Ich habe für den Geburtstag, die Sonne ist schon wieder da, die dreckige. Ich habe für den Geburtstag extra Lausitzer Porter besorgt und deswegen sage ich jetzt mal den zweiten Spruch, der hier drauf steht, und zwar steht jetzt hier: Jungen Leuten ist Freude und Ergötzen so vonnöten wie Essen und Trinken. Martin Luther, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Wir holen mal das zweite Bier raus. Ich bin nicht christlich, war noch nicht christlich. So, Hannes, guck mal, das sieht doch gut aus. Das ist es Lutherbier Pilsner. Glück betört mehr Leute als Unglück. Herb und würzig. Da ist so viel Text immer. Und jetzt hinten auch noch schon wieder. Über die Scheinheiligkeit und falsche Rechtschaffenheit. Dies Übel regiert am meisten in denen, die etwas voraus zu haben, glauben vor anderen und ein ehrbares Leben führen, um mehr Gnade haben. Die blähen und brüsten sich, was ihnen nicht gleich ist, das muss sinken, das richten sie, das verachten sie und sie sind das hübsche Kätzlein im Hause. Der ist doch komplett verrückt, der Typ, ich verstehe wieder mal kein Wort. Hol mir jetzt aber auch dieses schöne, grüne Lutherbier Pilz nach raus. Weißt du, dass mein ganzes Bein brennt? Wie Feuer gerade. Da, wo das Schwarzbier drüber gelaufen ist,
brennt auf einmal alles, als wäre es einfach nur Säure. Glück betört mehr Leute als Unglück. Hannes, willkommen im Jahr 2023. Da habe ich das eben doch schon vorgelesen. Du bist jetzt auch da. Hier ist dein Glas. Hey, denk dran, this is a Kesto Production. Ja. Wir müssen es also wieder schräg halten, damit das wirklich alles reinpasst. Es wäre schade, wenn es nicht reinpasst. Und wenn ihr seht, dann ist es irgendwann fast voll. Nehmt ihr das Glas ganz normal hoch. Und dann könnt ihr den Rest einschenken hier. Denn das ist jetzt das Pilz. So sieht es also aus. Guckt mal, wie das da hochströmt. Das sieht richtig glasklar und genial aus. Hannes, dir geht's gut. Ja, mir geht's gut. This is a Kesto Production. Das sieht schön aus. Die Farbe müsste dir doch jetzt gefallen. Ich bezweifle zwar immer noch diese ganzen christlichen Dings da von dem Martin Luther da, aber okay. Genau, ich tue es mal jetzt mit hierher. Dann habe ich jetzt vier und du hast dann auch vier. Das ist auf jeden Fall kein trübes Bier. Es ist glasklar, es perlt wie Sau, es sieht richtig stark aus, richtig lecker, richtig tolle Farbe, Geruch weiß ich gar nicht. Guck mal, deins perlt mehr als meins, das ist ein Weltwunder, das hat er in den letzten 5 Tagen nicht hingekriegt. Jetzt probieren wir dieses sehr gute Luther Bier Pilsner und das hat es jetzt bestimmt in sich. Prost! Schauen wir mal. Gab's gerade noch Samyang Habanero Lime und Capital Bra Quattro Formaggi Pizza, also 5 Formaggi. Die hat das jetzt bestimmt besser geschmeckt als das Schwarze. Ja, definitiv. Ist auch nicht herb, ist nicht bitter. Das war wirklich gut, das Pizza. Eigentlich gut zum Trinken. Ja. Das andere war halt süßer, aber das geht halt mehr in die richtige Bierrichtung, weil es ist ja ein Pilsener. Richtig. Mein Bein brennt immer mehr, jetzt wo sich das Dunkelgetränke vermischt mit dem Pilz. Au, mein Bein, ich rubbel schon dran rum. Ja, wenn deine Hose nass wird, habe ich gar nicht berechnet, deswegen muss der Hannes immer ausweichen. Ja. Also ich fand das erste gut, das zweite fand ich auch gut. Das heißt, bis jetzt hat der Luther, der Säufer, der Heilige Gral, der Bierwelt auf jeden Fall richtig gutes Bier verzapft. Erste Was? Schlecht, zweite gut. Ach, hör doch auf. Deswegen kommen wir zum nächsten. Genau. Lass raus, lass Kamite zeigen. Deswegen kommen wir zur nächsten Luther-Weisheit und die heißt jetzt: Musikam habe ich allzeit lieb gehabt. Wer diese Kunst kann, der ist guter Art, zu allem geschickt. Man muss Musikam von Nobt wegen in Schulen behalten. Was ist Musikam? Musikunterrichtspflicht. Und was ist Nobt? Dieser Typ überfordert mich komplett. Ja, ich tue schon mal das nächste Bier raus. Das ist wieder was für dich. Achso, warte mal. Das erste war der Schwarztrunk mit 4,9. Ich habe gar nicht geguckt, wie viel Promille das zweite hatte. Das Pilsen hatte 5,0. Und jetzt extra für den Hannes. Luther Starkbier. Oh Gott. Kräftig, malzig. Oh Gott. Und hier steht, der Himmel ist uns umsonst gegeben und geschenkt. Martin Luther. Wenn ich schon Malz höre, da freue ich mich und der Hannes freut sich nicht. Und hier, da strömt Luft raus. Guck dir das an. Der Hannes fällt vom Glauben ab. Ja. Jetzt steht hier noch über die Musik. Wer die Musik verachtet, wie denn alle Schwärmer tun, mit denen bin ich nicht zufrieden, denn die Musik ist eine Gabe und Geschenk Gottes, nicht ein Menschengeschenk. So. Ich glaub's aber auch nur du. 7% von Martin Luther, der Säufer, also das ist auf jeden Fall ein starkes Stück. Das ist deins. Das ist, das ist meins. Es tut mir so leid für die Einwohner dieser netten Stadt, die da hier merken, wie der Hannes sich wieder aufführt. Ja, genau. Wir machen mal den Stöpsel auf. Es ist so klebrig. Wo sind die ganzen Bienen hin? Wo kommen all die Indianer her? Nee, keine Ahnung. Nee. Denk dran, this is a Kesto Production. Luther stark, Bier kräftig, walzig. Oh, mit Himmel und dran und allem rein. Wir tun es also wieder schräg halten.
Wenn ihr merkt, es kommt langsam zum Rand, dann haltet das Glas am besten hoch, schenkt den Rest ein und freut euch auf ein super geniales, starkes, bieriges Erlebnis. Guckt dir das an. Guckt dir die Farbe an. Hannes, guck doch mal die Farbe an. Ja, ist wunderbar. Die eben war ja schon richtig stark, weil die aber war glasklar. Und die ist noch ein bisschen goldiger, genau. Ja, goldiger. Goldig, ich wollte hier sogar Bernstein noch dazu sagen. Ja. Das ist die beste Farbe, die wir bisher hatten. Und dann, ist es auch noch ein, Starkbier. Und dann hat es auch noch 7%. Und dann ging es auch noch um Musik. Das tut mich jetzt richtig auffühlen, Hannes. Das ist genau dein Bier. Ich stoß mal mit dir an, weil du sitzt zufällig gerade hier Prost. In Reichweite. Lass es dir mal schmecken. Jetzt gucke ich aber wirklich mal, ob die Oma da ist. Nee. Aber... Ja. Oh Mann. Na. Na? Mann, nicht meins. Na? Die aber Frau ist richtig brutal. Die sitzt die ganze Zeit auf ihrem Balkon und guckt hier rüber. Ne? Und ich hätte schon längst die Tür zugemacht und gesagt, was eine Scheiße. Das ist bestimmt wieder TikTok oder so. Aber die sitzt einfach da und guckt entspannt sich das ganze Ding an. Vielleicht wartet sie auch, bis die Polizei endlich eintrifft, weil sie angerufen hat. Oder sie denkt sich, erstmal abwarten. Da steckt bestimmt ein künstlerischer Aspekt dahinter. Vielleicht ist das das Martin-Luther-Erbe. Ach Gott. So, wie schmeckt dir jetzt der Geschmack? Also, wie hat es geschmeckt? Sehr christlich. Es ist auf jeden Fall nicht so süß gewesen wie das erste. Ja, das stimmt. Das war ja der liebliche Schwarztrunk. Den fandest du ja, total schlimm. Ja, ja, ja. Das hab ich gar nicht gemacht. Du hattest jetzt Angst, weil das kräftig malzig sein soll. Ja, ich muss aber sagen, vom Geschmack her war es schon wirklich kräftig, aber es hat irgendwie einen komischen Nachgeschmack, hat es irgendwie, aber es war trotzdem nicht schlecht irgendwo. Vor allem ist das Gute, was ich sehe, hier Pilz, nix, hier Malztrunk, Schwarztrunk, nix und hier ist ein goldenes Wappen drauf und da steht probierclub.de präsentiert das Bier des Jahres 2015. Das heißt, dieses kräftig malzige Luther Starkbier wurde sogar mal ausgezeichnet als das Bier des Jahres 2015. Das ist schon 5, 6, 8 Jahre her, aber es schmeckt immer noch. Ach so. Ich hab's trotzdem nicht mit diesem. Der Himmel ist uns umsonst gegeben und geschenkt. Ich hab's nicht so mit dem Himmel. Ich bin mehr für die untere Etage. Ja, das kostet aber, ne? Ja, das weißt macht ja schon, nicht. Deswegen. Das macht ja nichts. So, Hannes hat die Sonne wieder her, warum auch immer. Ich habe gesagt, das bringt nichts. Das legen wir mal kurz weg, das drehen wir mal um, denn wir kommen zum nächsten Vers. Spruch, Lebensweisheiten. Es müsste jetzt hier nur noch dieses blaue Bier übrig sein. Ja. Wenn die Angabe stimmt, beim anderen hat der Karton auch nicht gepasst. Ein Schuhmeister muss singen können, sonst sehe ich ihn nicht an. Was für ein abgehobener Vogel, du. So, kann der Schuhmeister singen, sonst sehe ich ihn nicht an. Wir nehmen mal das nächste Bier raus. Es ist ein blaues Etikett und es ist ein dunkles Bier. Da freut sich doch der Hannes wieder mal. Alles, was dunkel ist, ist doch, ja, den Karton brauche ich noch, da steht doch noch ein letzter Spruch. Dunkel ist gut, aber das Bier dunkel, nein. Luther-Urtyp, pass auf, blau, Luther-Urtyp, da steht er schon wieder mit der Kutte. Dunkel, herzhaft und süffig. Viel Reichtum tröstet nicht so sehr wie ein fröhliches Herz. Jetzt wird es sentimental. Ach, ich weiß leider sehr genau, dass Ärgernis kommen müssen. Und es ist deshalb kein Wunder, wenn ein Mensch fällt. Das aber ist ein Wunder, wenn ein Mensch aufsteht vom Falle und danach stehen bleibt. Was ist das denn für eine Aussage? Das heißt, Hannes hat jetzt gerade gelesen, was da drüber steht. Über Charakterstärke. Ja. Ich
So wie ich bin, tue ich es einfach nochmal vorlesen. Ja, bitte. Ach, ich weiß leider sehr genau, dass Ärgernisse kommen müssen und es ist deshalb kein Wunder, wenn ein Mensch fällt. Das aber ist ein Wunder, wenn ein Mensch aufsteht vom Falle und danach stehen bleibt. 5,2%. Aber irgendwann geht das nicht mehr. Ist auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall Casto Production. Ich mach's dir mal auf, Hannes. So. Weißt du was? Mach's dir gleich nochmal auf. Hast du das vorher auch schon gelesen? Ja, als erstes mit Herz und Zeug. Mit, ja, 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 ja. Auf Herz und Nieren, da wird's geprüft, der Hannes sich. Ach Gott. Und so weiter und so fort. Ich mach mal, ich schenk's schon mal ein, weil das ist eine Gäste Production und die Farbe sagt schon wieder alles. Warum kann man nicht mal ein teuflisches Bier erfinden? So, wenn ihr seht, da ist genug drin, müsst ihr das hochkant einschenken. Dann könnt ihr vielleicht noch den Rest. Dann seht ihr, wie der Hannes sein Bier einschenkt. Oh, jo, 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 was jo. Machst denn du da? Was machst du denn da? Das ist a Casto Production. Jo. Guck dir das an. Der Bierfluss. Der Bierfluss. Wenn ihr euch jetzt fragt, wieso das denn? Ich hab doch gesagt, uns ist so schlecht. Wenn wir jetzt 4 Bier auf Ex uns hier reinzimmern, dann brechen wir hier alles voll. So schütten wir den Tisch ein, wie sonst was, aber holen uns dann einen Lappen und wischen das ab, dass der nicht mehr klebt. Und das muss der aushalten. Guck dir aber mal die schöne Farbe an. Das sieht richtig schön, richtig schwarz-lakritzig aus. Das ist auch wieder glasklar, aber extrem dunkel. Das gefällt mir. Ich finde die Lutherbiere bis jetzt alle komplett. Alle 4 finde ich sehr besonders. Wir haben gestern seltene Biere getestet mit Pappe dran Ach und Gott. Papier. Die meisten waren richtig abartig. Ja. Da finde ich die hier alle irgendwie cool. Und auch wenn du kein dunkles magst und kein schwarzes und kein malziges, ja, trotzdem findet er es besser als das gestern, das weiß ich jetzt ganz genau. Das außer das Minze nicht. Tiefer Quelle erfahren. Das Minze war nicht schlecht. Ja, Minze, Mütze, Glatze, stoß mal an hier. Alter Wurst, Prost. Alter Atze, pass auf, nicht dass du was verschüttest. Jo. Arme Tisch. So, pass auf, warte. Dunkel, herzhaft, süffig. Prost. Hannes, ich klebe an meinem Bein fest. Und mein Arm klebt fest an meinem Oberschenkel. Es ist ich alles. Am Tisch fest. Es ist so süß. Es ist ja, du tust ja deine Arme auch da reinlegen. Oh, 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 oh. Dir bleibt aber auch nichts anderes übrig, weil alles, was du hinschüttest, ist bei Kommt dir. Ja, das und alles, was alles ich hinschütte, machen. Geht auch zu dir. Das heißt, du sitzt genau. Im doppelten Boot. Genau. Das war das Luther-Urtyp-Dunkel. Ich habe solche Bauchschmerzen gerade. Mir ist so schlecht einfach nur. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Ja. Wir sind halt nicht Luther der Säufer. Der hätte die ganzen 8 alleine weggeputzt. Wir nicht. Wir sind normale Menschen. Deswegen macht das nicht zu Hause nach. Dunkel, herzhaft, süffig. Finde ich, hat trotzdem einen recht angenehmen Geschmack gehabt. Es war nicht bitter, es war nicht herb, es war kein IPA, es war kein Spülmittel. Es war trotzdem alles klar, die Farben haben mir gefallen, die Geschmäcker waren eigentlich für mich alle okay. Ja, fürs Dunkel war es wirklich gut. Das muss ich wirklich sagen, fürs Dunkel war es wirklich gut. A gut. Das war gut. Schnall dich an, a gut. A Joghurt. Ah. Ah. Was ist denn, Hannes? Was hast du denn wieder für Leiden? Gar nichts. Alles gut. Ja. Wir haben noch einen Spruch, eine Weisheit. Guck mal, da steht noch Martin Luthers Lebensweisheiten. Die Arznei macht Kranke, die Mathematik Traurige und die Theologie sündhafte Leute. Dann geht doch weg mit dem Karton, Mann, ey Junge. Den brauche ich nämlich noch, wenn ich das dann wieder aufhebe und reinpacke, damit ich es wieder mit hochnehmen kann. Oh, Katastrophe. Und dann würde ich sagen,
Wir haben es geschafft, in den 3 Tagen 20 Bier-Tastings zu filmen, 30 Chili-Challenges, 15 Maß zu kreieren. Ne, es war schon einiges. Und abends noch ein bisschen Wrestling zu gucken und eine Flasche Pfeffi zu inhalieren und alles. Und ja. Ich trinke die ganze Woche nichts. Immer Montag 2 Bier bei Chill mit Ramses. Ich Wenn auch. Der Hannes da ist, dann müssen wir für euch auch mal uns ein bisschen anstrengen, Content zu produzieren. Da müssen wir mal durch. Das ist anstrengend, das ist kräftezehrend, das geht an die Materie. Ich sag, macht das nicht nach, guckt euch das an. Ja. Findet das vielleicht sogar lustig oder cool oder interessant, was das so mit einem macht. Ne? Seht ja, wie der Hannes aus dem letzten Loch pfeift. Aber wir müssen sagen, wir machen das nur diese paar Tage und danach ist wieder Ruhe. No. Ja. Außer die Shania schickt wieder ein Bierpaket mit 50 Dosen drin. Ey, das gibt's ja auch nur am Montag. Ja, ja, ja. Deswegen Grüße an Kesto, Kuss geht raus, rumgeheult am Ende muss auf jeden Fall sein. Ich fand die Lutherbiere interessant. Lutherbier Pilsner, Luther Porter, Luther Urtyp und Luther Starkbier. Der hat sogar auf jedes Ding seinen eigenen Bums. Finde ich gut. Das ist der Luther. So. War es jetzt schlimm? War es gut, dass es das letzte war? Also, dass wir dieses Tasting als letztes gemacht haben und nicht vorgezogen haben für den Kai Bauer. Ja, definitiv. Wir haben sogar noch das christliche Teil, ich bin nicht so der Freund davon. Wir haben sogar ein 2015er ausgezeichnetes Bier dabei gehabt. Das muss man uns erstmal nachmachen. Wenn ihr Lutherbier kennt, Martin Luther, wenn ihr Homies seid, schreibt es mir in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses, euer Hannes und Grüße an Kesto. Ja, ciao, denn this is a Kesto Production.